Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird sich in einem Fachgespräch am 17. Oktober mit Experten intensiv austauschen über die Frage, wie Kinderpornografie in Deutschland besser bekämpft werden kann. Wir hatten nach Auskunft des Bundeskriminalamts allein im vergangenen Jahr über 8000 Hinweise auf Kinderpornografie, die kriminalpolizeilich nicht weiter verfolgt werden konnten, weil die Kriminalpolizei nicht über die entsprechenden Ermittlungsbefugnisse verfügt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Wege finden, um die Strafverfolgung in solchen Fällen zu ermöglichen, wenn man sich überlegt, was für schreckliche Kinderschicksale im Einzelfall dahinterstehen. Wenn wir uns etwa zurückerinnern an den fürchterlichen Missbrauchsfall in Staufen, dann wissen wir, dass der Gesetzgeber hier nicht tatenlos bleiben darf. Und deshalb wollen wir uns in diesem Fachgespräch am 17. Oktober intensiv mit der Frage befassen, welche Schritte hier auch kurzfristig ergriffen werden können, um diesem schlimmen Missstand entgegenzuwirken.